Drachmen? Natürlich. Hast du 1000? 2000? Du da. Du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Du scheinst auch gut zu sein. Ich bin nicht gut. Schön. Hier sind ein paar Drachmen. Ich habe nicht genug Drachmen. Du scheinst auch gut zu sein. Ja, komm hier. 50. Was? 50 Drachmen? Ist ein bisschen teuer, aber ja. Also, jetzt nicht, weil wir 50 Drachmen nicht hätten, aber 50 Drachmen? Es hört sich ziemlich viel an für damalige Sachen. Aber ja. Du brauchst das mehr als ich. Hier, nimm. Ein großzügiges Geschenk. Danke. Wie nennt man dich, Fremde? Die Gesandte des Zeus. Ja, komm mal von deinem hohen Ross runter. Ich bin Cassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Oh, das war süß. Das war lieb, oh Mann. Cool. Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Oh, war cool. Wo ist die Statue des Zeus? Es ist lustig, dass der Perser ihr... Also, ich meine, wir sind ja gebürtige Griechen, dass er uns jetzt sagen muss, wo die ganzen Special-Sachen sind oder die legendären Sachen sind. Naja, egal. Also sag mir, was du über die Statue des Zeus weißt. Ihr großer Blitz ist stets bereit, die Kephallenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Ich liebe... die Synchronstimme von ihm. Wie heißt der nochmal? Ist das die gleiche von Scar zum Beispiel? Den Onkel, den bösen Onkel? Das ist einer meiner Lieblings-Synchronsprecher. Es gibt viele Statuen der Athena. Welche meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Nee, ich glaube nicht. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Nee, ich glaube doch nicht, dass das ist, aber die sehr gute Stimme. Akrokorinth, sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite, eurer Göttin der schönsten Nebensache des Lebens. Der schönsten Nebensache des Lebens. Ist das cool. Du hast Taygetos Gebirge gesagt, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist so nicht ganz richtig. Hm. Was ist deine Erinnerung an den Panzervogel in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpferloss und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Sollen wir ihnen jetzt schon ein paar...
Sachen erzählen? Oder dann am Schluss alles gleichzeitig? Gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Ich erzähle Ihnen mal von. Oder machen wir nur. Ja, wobei. Nee, mach ruhig. Okay, dann erzählen wir mal von Zeus. Ich sah Kephallenia von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Es ist ein glücklicher Ort. Kephallenia ist schön, aber arm. Ja, wir sind mal ehrlich. Ja, die Insel ist schön. Von der Statue des Zeus aus kann man die Brandung an den weißen Sandstränden sehen und die in grün getauchten Berge. Aber die Bewohner leiden wegen des Krieges. Ah, genau wie es mir beschrieben wurde. Die Götter segnen gleichzeitig das Land und strafen ihre Bewohner. Selbst für Götter sind eure Götter grausam. Gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt einen Perser hierher? Ja, cool. Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Alle, außer mir. Ein Mann wollte mich vergiften, so verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Oh, niemand will deinen Tod. Es ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Was? Niemand will deinen Tod oder es ist ein Kopfgeld auf dich? Was? Ich will halt nicht, wenn ich jetzt niemand will deinen Tod sag, dass er dann unvorsichtig ist und dann getötet wird. Es ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt, aber was? Woher weiß ich das? Ich bin gerade im Gym befragt. Wahrscheinlich ist es total egal, was ich da mache, ne? Niemand will deinen Tod. Das zweite ist eher eine Frage bzw. Schlussfolgerung von dem, was er gerade erzählt hat. Ah, okay. Ah, ja, dann mache ich die zwei. Oh, es gibt ein Kopfgeld auf dich. Jetzt wird's interessant. Gab es, aber jetzt nicht mehr. Nun, erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Okay. Es wird dich freuen, dass ich bei der Statue der Athena auf der Akropolis war. Ah, wäre ich nur dort gewesen, um ihre Präsenz zu spüren, würdest du sie mir bitte beschreiben? Sie wachte über Athen, sie besteht aus purem Gold. Wieso kann ich den eigentlich die ganze Zeit anlügen? Voll fies. Wenn Athen eine Stadt der Statuen ist, dann ist Athena ihre Beschützerin. Sie steht hoch über allem. Und wacht über die Stadt. Ja, und sie steht dort nicht nur und wacht über Athen, sondern sie dient auch als Mahnmal für das Leid dieser armen Leute während der Invasion. Jetzt bist du dran zu erzählen. Du sagtest, ein Mann wollte dich ermorden? Der Mann, der sich erhob, um den Tyrann Xerxes zu töten, hieß Dareios. Er gehörte einer neuen Bruderschaft von Mördern an, wie Persien sie noch nicht gekannt hat. Er wurde auch angeheuert, um mich zu töten. Ein Königsmörder soll einen einfachen Blinden töten? Warum? Ich habe dein Interesse geweckt, oder? Erzähl noch eine Geschichte, dann tue ich das auch. Verdammt, ich habe nur noch eine. Nein! Ich bin zurück aus Akrokorinth. Von dort konnte ich ganz Korinth überblicken. Ah,
Ich kann nur raten, was die Anhänger der Aphrodite tun, um sie zu ehren. Es ist ein ruhiger Ort. Die Hetären halten den Geist von Aphrodite lebendig. Meist bis tief in die Nacht. Genau, was eure Göttin verdient hat. Als ich jünger war, lag ich oft wach und habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn ich sie anbeten würde. Da das erledigt ist, schuldest du mir eine Geschichte. Du sagtest, der Königsmörder Dareios wurde angeheuert, um dich zu töten? Das stimmt. Von meinem Bruder. Dein Bruder? Das ergibt doch gar keinen Sinn, alter Mann. Ich glaube, ich kann dir trauen. Mein Bruder und ich sind die letzten lebenden Söhne von König Xerxes. Unmöglich. Dann wärst du König. War ich. Mein Name war Artaxerxes. Ich führte Persien durch eine Zeit des Friedens. Doch mein Bruder wollte den Thron und plante meinen Tod. Nun verstecke ich mich hier im Exil und lebe als einfacher Bettler. Ich erzähle dir mehr, doch zuerst. Ja, ja, Geschichte für Geschichte. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Ein Papyrus. Hier steht, er wurde von Themistokles geschrieben, dem Athener Feldherrn. Eine Notiz, geschrieben von Themistokles. Wer hätte gedacht, dass der große Feldherr auch ein Poet war? Dieser Papyrus ist so alt. Könnte Themistokles das geschrieben haben? Uiuiui. Krasse Geschichte. Richtig, richtig cool. Richtig coole Geschichte. So, also genau, hier unten ist der Berg. Und da ist ein Ausrufezeichen. Sokrates. Oder wo ist das andere? Ich blicke es nicht. Ah, da. Prinz von Persien. Okay, aber die mache ich dann zusammen, würde ich sagen. Warte mal. Ja, ich würde sagen, das ist eine Quest, die so nebenbei läuft, ja. Hier war doch gerade eine Eroberungsschlacht, oder? Deswegen bin ich doch hierhin eigentlich gekommen. War ich zu spät dran? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich bin zu spät dran. Oh Mann, ich wollte Sparta in Popo treten. Naja, egal. Dann machen wir es woanders. Zeus, Epos. Epesos. Ephesos. Ich kann echt heute nicht lesen. Also heute. Gut. Heiligtum. Okay. Dann machen wir mal das da. Das wird, glaube ich, relativ schnell sein, das Banditen-Ding. Militärlage. Ah, die Quest ist echt eine sehr schöne Quest. Ist wirklich sehr schön. Vorwärts. Das war geplant. Oh, und da könnte ich jemand runterschmeißen. Oops.
So. Los geht's. Komm schon. Gut. Ach, tu nicht so, als würdest du da nicht hochkommen. Wieso kannst du da nicht hoch? Also manchmal. Nee, das ist ja widerlich. Die Gegend wird gut bewacht. Ja, naja, so gut auch wieder nicht. Mein hübsches Gesicht ist ja weg. So. Das ist wieder. So. Ich glaube, das ist der nächste. Den kann ich eigentlich liegen lassen. Ja. Ah, jetzt hat er es verstanden. Ach, schön. Das war wahrscheinlich schon ein älterer Hund. Kann ja passieren. Hilfe! Irgendjemand? Ich bin nicht hier irgendjemand. Oh gut, ich helfe dir nicht. Nennt er mich einfach irgendjemand. So. Servus, sie? Servus auch sie. So, Ort abgeschlossen. Was für vier Banditen sind es denn, die Gold hier lassen? Lassen sie das nicht erforschen? Gut. Da ist mein Pferd, da ist mein Pferd. Sehr brav. Und jetzt geht's weg. Hey. Gut, das war Nummer 1. Ich könnte mal die Nachrichtentafel anschauen. Die heutigen Nachrichten werden präsentiert von der Tafel. Ja. Bergziege. Mal gucken. Also, das Aushungern der Bestie. Die Athener lagern Ressourcen in Kisten ein. Ein leichtes Ziel, um ihre Kriegsbestrebungen entscheidend zu behindern. Anführer des Staates Korinth. Aushungern der Bestie. Nehmen wir einfach mal an. Wir nehmen einfach alles an. Raubtiere stellen in einem verbündeten Staat eine Bedrohung dar. Anführer des Staates Lakonien. Große Beute. Mal schauen. Handelsroute beschützen. Piratenschiffe stellen eine Bedrohung dar. 500 Meter. Die Athener müssen lernen, dass wir uns mit allen Kräften wehren. In den Städten, in den Dörfern und in der Wildnis.
Drachmen für den, der ihnen eine Lektion erteilt. Wir werden ein Lehrer. Jedes Mal, wenn wir auf Patrouille gehen, rauben Diebe unser Lager aus. Aber wir können keine Männer zum Zurückbleiben abstellen. Wie sollen wir den Krieg führen, einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal unsere eigenen Lager sichern können? Ja, gute Frage, ne? Nächste Frage. Kopfgeld für eine Söldnerin. Ein Krieg ist wunderschön, eine wahre Prüfung menschlichen Könnens. Und doch sucht Zeus mir die Scharfschützin einfach nur nach wegen Geld damit zu verdienen. Ja, wer macht das nicht? Vergießt ihr Blut und gebt den Krieg seine wahre Gestalt zurück. Sie tun so, als wäre Krieg gut. Naja, eine Schwächung der spartanischen Streitkräfte würde den Athenerhelm helfen. Tod liegt in der Luft. 19 Stunden. Genug der roten Banner. Die Spartaner stehen kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Und wir brauchen dringend einen kleinen Schub. Schaffen wir das noch? Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Ich meine, es geht gegen Athen, also gegen Sparta, also passt es. Hier. Töte spartanische Söldner mit dem Schwert. Mit Stäben. Und töte spartanische Anführer in der ganzen griechischen Welt. LOL. Das werden wir nicht mehr schaffen. Vor allem mit Stäben. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Ich muss heute auch noch ein bisschen Let's Plays aufnehmen, weil das hat in der letzten Zeit auch sehr gelitten. Dementsprechend, ja, machen wir es nicht. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schlussibussi. Genau. Ich finde es schade, dass mit der mit dem Schlachtfeld, dass ich zu spät kam. Weil das fände ich, hätte ich noch gefeiert. Ja. Nächste Woche geht's Papa suchen. Ja, sowas von. Freue mich schon drauf. Und vielleicht ein bisschen Kultisten batschen. Diese Hintergrundmusik ist genauso wie die Musik von Imperator. Aber cool. Gänsehaut. Nice. Also den da will ich mal grillen. Den da, ja, 45, ja, bin ich noch nicht. Gott, ich liebe das Lied so, ja, so. Den da könnte.